Willkommen zu Rudolfs Technikratgeber. Was ist das? Kann ich hier sagen. Ein Autoschlüssel vom Leihfahrzeug, weil meine Karre heute mal wieder den Geist aufgegeben hat und in der Werkstatt steht. Aber darüber wollte ich eigentlich nicht, gebe ich dazu, nicht mit Ihnen sprechen. Ich habe nämlich hier einen Zweitschlüssel. Oh. Das ist aber kein richtiger. Den kann man nicht aufklappen. Der hat aber hier Tasten zum Öffnen und Schließen und sowas. Aber vor allen Dingen hat er hier vorn ein winziges Loch. Und hinter diesem winzigen Loch lauert eine Full-HD-Kamera mit 1920x1080 Bildpunkten Auflösung. Fotos macht sie mit 5 Megapixel. Und ein Mikrofon ist daneben. Und ein Akku ist eingebaut. Und sie hat die Möglichkeit, hier eine Speicherkarte hineinzustecken. Und ich kann sie per USB anschließen. Und ein Reset-Taster ist auch da. Gut, manchmal braucht man den vielleicht. So, und das ist also eine Kamera, eine kleine, feine, geheime Kamera. Wenn ich die jetzt einschalte, habe ich dann die Möglichkeit, den Modus auszuwählen. Nur Tonaufnahme, Videoaufnahme in unterschiedlichen Qualitäten oder Fotos machen und auslösen. So, bis zu 70 Minuten mit einer Akkuladung kann sie aufnehmen. Dann ist noch so ein Autoadapter dabei. Ich weiß nicht, vielleicht weil das Ding so ein Autodesign hat, könnte ja sein. USB-Kabel und hier auch noch ein Videokabel als Anschluss daran. Also ein schönes Teil, was überhaupt nicht auffällt und das an Schlüsselbund gemacht, abends am Biertisch, da kann man manch einen Scherz machen. Man kann aber auch ins Gefängnis damit kommen, wenn man jemand heimlich abhört und belauscht oder sonst was und damit schlimme Dinge anstellt. Das sollte man nicht tun. Lasst es beim Spaß, da ist die Sache in Ordnung. Und tschüss.